Es gab ein riesiges Problem in den USA. Joe Biden hat Gelddrucken, gigantische Konjunkturprogramme aufgelegt, damit das Land sozusagen nach der Covid-Corona-Krise wieder Tritt fasst. Das hat nicht richtig funktioniert, sondern im Gegenteil hat die Inflation neu für die Amerikaner getrieben. Genau. Diese riesigen Konjunkturpakete, warum? Weil wir das erste Mal jetzt etwas merken. Und das ist ja schon interessant. Ich glaube, Robert Habeck hat ein ähnliches Thema. Wenn wir zum Beispiel über Wärmepumpen sprechen, wir legen große Förderprogramme auf. Und hups, wird nichts davon abgerufen oder kaum was. Nicht, weil die Leute es nicht möchten, sondern weil die 40.000, 45.000 Spezialisten, die diese Löcher bohren und diese Wärmepumpen aufbauen, weil es die schlicht und ergreifend nicht gibt. Das heißt, wir lernen doch das erste Mal ein ganz neues Wort, Mangel. Nicht die ständige Verfügbarkeit, ein Gegenentwurf zu Amazon Prime, lass es mich so sagen. Und wir lernen das erste Mal, dass wir mit Geld offensichtlich nicht alle Probleme einfach lösen und zugleistern können. Und an dem Punkt kommt jetzt Ulrike Herrmann ins Spiel und sagt, das ist genau der Punkt. Auch die Idee vom grünen Wachstum, das ist Schmuh. Wir werden damit nicht den Energiehunger, den wir haben, auf Dauer stillen können. Wir müssen ganz grundsätzlich ans System ran. Und die Frage ist, was ist Ihre Idee? Ich habe mit großer Faszination gelesen, Sie wollen uns zurückbeamen in das Jahr 1978. Was ist so gut am Jahr 1978? Ja, also bevor ich vielleicht auf das Jahr 1978 komme, würde ich doch noch mal gerne was sagen zu dem grundsätzlichen Problem, das ich sehe. Also nicht, dass jetzt hier ein Missverständnis aufkommt. Ich bin absolut dafür, so viele Windräder aufzustellen, wie man kann und so viele Solarpaneele zu installieren, wie Sie das sagen, geht. Es wird nicht reichen. Nee, es wird nicht reichen. Weil, und da vielleicht nur eine Zahl, damit man mal sieht, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Also im Augenblick, also 2021 war das, hat die Windenergie 4,7% des Endenergiebedarfs in Deutschland abgedeckt. Und Solar war bei 2,0%. So, und man muss sich ja klar machen, dass wenn man eine klimaneutrale Wirtschaft haben will, man die gesamte Wirtschaft, also Verkehr, Heizung, Häuser, Strom, alles, muss man auf Ökoenergie, sprich auf Windräder und auf Solarpaneele umstellen, weil das das Einzige ist, was man klimaneutral herstellen kann. Nur Sonnenenergie in Form von Windrädern und Solarpaneelen ist am Ende klimaneutral und kann auch in großen Mengen hergestellt werden. So, und das heißt, die entscheidende Frage für uns in der Zukunft ist, wie viel Windenergie wird es geben? Und wenn man jetzt feststellt, okay, im Augenblick ist Wind 4,7% des Endenergiebedarfs, dann ist ganz klar, und übrigens sagen das auch alle Studien, die es dazu gibt, dass letztlich der Endenergieverbrauch in Deutschland dramatisch senken muss, eigentlich um die Hälfte, damit die Ökoenergie reicht. So, und das ist extrem ambitioniert, nicht nur, weil man runter muss beim Energieverbrauch, sondern... Sie sagen, wir müssten 50% runter. Beim Endenergieverbrauch, genau. Ich will das so ungefähr. Mhm. Und das andere ist, oder 30%, je nachdem, wie man das so rechnet. Vielleicht sind es auch nur 30%. Ich will mich da gar nicht so festlegen, aber es geht um doch starkes Schrumpfen. Und das zweite Problem, das hat Herr Thelen, Frank, schon angesprochen. Ist natürlich, neue Freund Frank. Ja, der neue Freund Frank, genau. Ja. Also das ist natürlich das Problem der Speichertechnologie. Also jeder weiß das, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Also muss man enorme Mengen an Energie zwischenspeichern. Und da gibt es im Augenblick nur zwei Speichertechnologien. Das eine sind die Batterien und das andere ist der grüne Wasserstoff. So, und beides ist aufwendig und teuer. Es ist nicht technisch unmöglich, aber es ist teuer. So, und wenn, das ist jetzt reine Ökonomie, wenn man dann feststellt, Energie ist knapp und teuer, ist klar, das läuft nicht auf grünes Wachstum raus, sondern auf grünes Schrumpfen. Mhm. So, jetzt komme ich langsam auf 1978. So. Ja, Darf ich mal vorlesen? Ja, also nur, damit wir alle so die gleiche Vision mal entwickeln. Ja? Wenn wir unsere Wirtschaft um 50% reduzieren würden, dann wären wir so reich wie die Westdeutschen 1978. Natürlich war da nicht jeder dabei, aber ich nehme an, dass sich viele genau erinnern, wie es war. Für die, die nicht dabei waren, das war das Jahr, in dem Argentinien Fußballweltmeister wurde und der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Es war ein gutes Leben. Eigentlich hat man gelebt wie heute. Es gab keine Flugmangos, es gab keine Erdbeeren im Winter, aber ansonsten war alles wie heute. Es gab keine Smartphones. Das ist wahrscheinlich auch eine schlechte Nachricht für alle Jugendlichen. Und wir hatten dieses kleine Internetproblem noch. Es gab kein Social Media und so. Ja.
Nee, aber natürlich für Smartphones würde die Energie reichen. Nicht? Also nicht, dass jetzt alle Jugendlichen die Krise kriegen. Mhm. Aber das habe ich deswegen da reingesetzt in das Buch. Damit Sie schreiben noch weiter. Man ist auch nicht als Betriebsausflug für 2 Tage nach Mallorca geflogen, sondern lieber nach Italien an den Strand gefahren. Aber das ist vielleicht sogar besser. Es war etwas entschleunigter. Es war nicht so, dass die Leute schlecht gelebt hätten. Aber die Wirtschaft war um 50% kleiner. Heißt das, Frau Heilmann, was soll man konkret machen? Keine Flugmangos, keine Erdbeeren im Winter? Heißt das, wir fliegen gar nicht mehr? Wir fahren jetzt alle wieder mit dem Auto über den Brenner nach Italien? Ja, mit dem Auto eben auch nicht mehr, nicht? Also, ach so. Also jetzt noch mal, aber fliegen auch nicht mehr. Sie sagen, fliegen ist nicht mehr. Genau, also jedenfalls noch mal kurz zu 1978 und dann komme ich auf die Frage, wie das Leben dann aussieht. Die meisten Leute, wenn sie hören, dass es irgendwie darum geht, dass man jetzt die Wirtschaft schrumpft, haben dann als nächstes den Gedanken, dass sie wieder in der Steinzeit leben, in Höhlen und irgendwie nur noch Felle tragen dürfen. Und damit diese Angst... 1978 hatte ich mein Feld schon ausgezogen. Ja, eben, also, eben, genau. Das ist nicht und damit mein Thema. Das nicht so virulent wird, diese Angst, dass man dann wahrscheinlich wieder in der Steinzeit endet, habe ich gesagt, also angenommen, wir müssten 50% weniger Wirtschaftsleistung haben, dann wäre das immer noch so gut wie 1978. Kann ja sogar sein, dass wir nur -30% machen, dann sind wir da ungefähr bei 1985 oder so. Also es ist wirklich nicht so schlimm. So, aber natürlich ist es nicht genau wie 1978, denn auch jeder, der damals dabei war, weiß, es wurde unendlich viel fossile Energie verbrannt und CO2 emittiert. Also ja. So funktioniert das nicht. Sondern wenn man jetzt mal, muss das einfach klar haben. Deutschland muss eigentlich 2035, spätestens 2045 klimaneutral sein. Das ist ja demnächst, nicht? Das sind maximal noch 22,5 Jahre. Dann, wenn man dann feststellt, okay, die Energie reicht aber gar nicht, um alles zu betreiben, was wir bisher haben, dann ist die Frage, wofür reicht sie nicht? Und dann ist klar, die Energie wird nicht reichen für private Autos. Also das Elektroauto, um es mal so hart zu sagen, ist eine Sackgasse. Und zwar deswegen, weil es zu viel Energie verbraucht. Also da sitzen immer noch nur 1,3 Personen drin. Das ist einfach zu aufwendig für die wenige Energie, die wir haben werden. Was nicht geht, sind Flüge. Aus meiner Sicht gar nicht. Also weder Kurzstrecke noch Langstrecke. Weil das Problem ist, dass nicht nur dieses Biokerosin enorm viel Energie frisst, um es überhaupt herzustellen. Sondern zusätzlich ist es so, dass auch das synthetische Kerosin, das Ökokerosin, produziert Kondensstreifen. Es erwärmt also die Welt. Und dann muss einem klar sein, dass wenn man erstmal, das ist dann auch ein Thema für Frank Thelen, in dem Moment, wo die Wirtschaft schrumpft, ist es eigentlich so, dass die Banken zwingend zusammenbrechen. Weil, jetzt lachen besser. Hier alle, ich weiß gar nicht wieso, weil das ist, die Realität, weil Kredite kann man nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Und ich rede hier von dem Kredit als solchem, nicht von den Zinsen. So, und wenn natürlich klar ist, die Wirtschaft schrumpft. Aber jetzt drucken wir noch ein bisschen Geld und dann kommt das alles wieder zusammen. Wenn die Wirtschaft einmal ganz kurz mal die Vision entwickeln und dann guckt gerade die ganze Zeit zu Wenn Frau die Wirtschaft schrumpft, dann ist eben klar, dass die Banken eigentlich ihr Geschäftsfeld verlieren. Also die Banken brechen zusammen. Ja, die verdienen ja nicht ihr Geld damit, dass sie unsere Regierung... Was ist mit Versicherungen? Ja, Versicherungen. Ja, die Banken, wie gesagt, können keine Kredite mehr vergeben. Ja, bei den Lebensversicherungen ist es ähnlich. Also jeder kennt das Modell, nicht? Also wir haben hier 84 Millionen Einwohner, aber weit mehr Lebensversicherungsverträge. In Deutschland hat rechnerisch schon jedes Baby einen Lebensversicherungsvertrag. Also alle wissen, wie es geht. Man zahlt Prämien ein und dann ist die Idee, dass man die Prämien zurückkriegt, plus Überschuss. Genau. Aber diesen Überschuss... Wenn es kein Wachstum mehr gibt, gibt es keinen Überschuss. Kapitalgebundene Lebensversicherung, Wenn das schrumpft, dann ist natürlich die Wirtschaft, dann ist klar, dass auch ein Teil der Prämien weg ist. Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann schließe ich auch sowas nicht mehr ab. Nee, genau. Ja, das heißt auch... das ist aber jetzt alles nicht trivial, weil natürlich, um nur mal ein paar Hausnummern zu nennen, in der Automobilindustrie in Deutschland sind heute 1,75 Millionen Menschen direkt und indirekt beschäftigt. Exakt. Das ist jetzt eine Zahl vom Statistischen Bundesamt, das ist noch nicht mal hier von der Autoindustrie. Bei den Flugzeugen, Flughäfen und so weiter sind 850.000 Menschen direkt und indirekt beschäftigt. Das heißt, das ist zu sagen, okay, die Ökoenergie reicht nicht für grünes Wachstum, wir brauchen hier grünes Schrumpfen, ist nicht trivial, sondern das bedeutet, dass man die gesamte Wirtschaft umbauen muss. Am Ende ist man zwar, um noch mal da auf 1978 zurückzukommen, am Ende hat man zwar immer noch so viel Wirtschaftsleistung wie 1978, aber dieser Schrumpfungsprozess, der tut richtig weh. Ist eine Herausforderung. Aber und jetzt dann darf ich die Liste der Grausamkeiten noch mal ganz kurz vervollständigen, einfach nur fürs Protokoll. Wir werden natürlich auch weniger Fleisch essen, das wird rationiert in ihrer 1978er Welt, weil es nicht geht, dass wir die Hälfte der Getreideernten auf Tiere verschwenden. Mhm.
Es wird auch kein Weg daran vorbeiführen, dass wir nicht mehr bauen faktisch. Nee. Weil Zement und so weiter produziert eine Menge CO2. Wir werden, sagen Sie, es uns auch nicht mehr leisten können, die Böden immer weiter zu versiegeln. Ja, wir brauchen Böden, um Wasser zu speichern, CO2 zu speichern. Das wird Frau Lemke freuen. Das heißt, wir können nicht, sagen Sie, weiter jeden Tag 30 Hektar planieren und versiegeln und platt machen. So. Boden wird also eine knappe Ressource. Das bedeutet, es kann auch nicht mehr jeder sein Eigenheim beziehen. Das bedeutet, wir werden Wohnflächen nicht weiter ausdehnen. Das bedeutet, wir werden, Entschuldigung, Wohnflächen rationieren müssen. Und Sie schlagen vor so etwas wie 40 Quadratmeter pro Kopf und die Sache läuft. So, um jetzt nicht das ins Lächerliche zu ziehen, Frau Herrmann ist jetzt nicht verrückt geworden, sondern Frau Herrmann hat einen ganz einfachen Grundgedanken dahinter, der da lautet, in einer Welt, die endlich ist, in einer Welt, in der Ressourcen endlich sind, können wir nicht einfach immer mit Wachstum weitermachen. Frau Lemke, und dann fragt den, gehen Sie da mit, den Gedanken? Also ich kann mit dieser Art von das Buch erscheint heute, glaube ich. Ja, ne? Und darf ich einen kleinen Werbeblock? Das ist völlig egal, weil das Buch erscheint, ist völlig egal. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das ich kann mit einem Buch dieser Art in diesen Zeiten relativ wenig anfangen. Ich nehme unsere Gesellschaft und auch weit über Europa hinaus so wahr, dass gerade begriffen wird, was die Klimakrise bedeutet, was sie anrichtet. Auch in, war jetzt gerade auf der Konferenz der afrikanischen Länder für Naturschutz wird wahrgenommen, wie groß auch die Bedrohung der Naturvernichtung für uns ist, für Landwirtschaft, für unsere Sicherheit, wenn wir auf die Flutkatastrophen gucken, die weltweit stattfinden, die Brände. Das wird in den Gesellschaften gerade begriffen. Und es entwickelt sich daraus eine hohe Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen. Das ist aber genau das Thema. Die ist inzwischen vorhanden, diese Bereitschaft. Mhm. Ich sage mal, in meinem Paddelverein, da sind ganz normale Leute drin. Da wird im Moment abends beim Bier fast ausschließlich darüber diskutiert, Photovoltaik und Wärmepumpe. Genau. Ja, wir haben jetzt den Punkt erreicht, um den wir Grüne seit vielen Jahren gerungen haben. Das ist richtig. Ja, Veggie Day, Sie erinnern sich an diese absurde Diskussion. Ja, nicht von mir. Ich fand, das war immer nur ein Vorschlag. Es wurde dann daraus gemacht, wir das ist ein Verbot. Es war nur ein Vorschlag. Also Frau Kühlers mal in Schutz nehmen. Auch das war CDU, CSU und FDP, die uns damals zerrissen haben. Für eine vollkommen vernünftige Diskussion aus gesundheitlichen Gründen, aus ökologischen Gründen, sollten wir nicht jeden Tag Fleisch essen. Wo wir dann landen werden, werden wir sehen. Und diese Bereitschaft in der breiten Schicht der Bevölkerung, gerade in der jungen Generation, ich sage nicht alle, aber gerade in der jungen Generation, habe ich keine Bereitschaft, jetzt mit so einem Bild von 1978 irgendwie zu begegnen. Wie sollen die Leute sich denn dann aufmachen und daran mittun? Wir werden grünes Wachstum brauchen und wir werden in bestimmten Bereichen schrumpfen brauchen. Natürlich, wir werden beides parallel brauchen. Aber vor allem brauchen wir Menschen, die da mitmachen. Und wenn sie jetzt so weit sind, das zu tun, ich fühle mich ehrlich gesagt so ein bisschen, sehen Sie mir das nach, Frau Herrmann, an blühende Landschaften von Helmut Kohl auf andersrum erinnert. Das ist mein Reflex gerade gewesen. Sehen Sie mir das bitte nach. Welken Landschaften. Ja. Kann ich gut aber ich sage, das Wichtigste ist, dass wir Menschen haben, sei das welche in der Wirtschaft, die Innovationen entwickeln, die mit Technik darauf reagieren, sei das Menschen, die auch vielleicht in idealistischer Manier sagen, das können wir uns nicht mehr leisten, das muss weg. Aber wenn wir es nicht schaffen, die Gesellschaft mitzunehmen, dann werden wir mit Wachsen und mit Schrumpfen genauso scheitern. Ich glaube auch, aktuell soll eine Menge Geld gedruckt werden, aber eigentlich ist es gar kein Problem für die Inflation. Und jetzt auf einmal soll es aber alles dann schrumpfen, das soll alles wieder weggehen. Ich glaube, wir haben die technischen Lösungen dafür. Nehmen wir zum Beispiel die Häuser. Wir unterstützen ein Team, das baut CO2-negative Häuser, Lecolabs. Das heißt, wir gehen hin und bauen das halt so, dass da sogar noch eine gute Bilanz bei rauskommt. Das sind, glaube ich, Lösungen, die wir brauchen. Für mich ist eine Zukunft, wo ich sage, man kann sich keine schöne Wohnung mehr haben, wo ich drin lebe oder kein Haus. Oder ich kann einfach nicht reisen. Auch dafür haben wir in Teams investiert, die dort wirklich CO2-neutral Reisen möglich machen und auch keine E-Fuels nehmen. Und das ist meine Zukunft. Ich will Freiheit und ich will, dass wir mit dem Einklang natürlich diesem Planeten leben. Das haben wir wirklich verbockt. Durch die industrielle Revolution, in der wir angefangen haben, fossile Brennstoffe zu verbrennen,
haben wir das, was wir heute haben. Aber das war ein Fehler. Das war einfach nicht gut. Das war ein völlig falscher Weg. Aber deswegen jetzt zu sagen, wir müssen irgendwie wieder zurückgehen und wir sollten alle kein Auto mehr haben und wir sollten nicht mehr fliegen und wir sollten kein Fleisch mehr essen, das ist der falsche Weg. Sondern wir müssen jetzt sagen, wir brauchen Rahmenbedingungen, in denen die Unternehmen verantwortlich sind dafür, dass sie mit der Umwelt vernünftig umgehen. Das ist natürlich ein CO2, Methan, Plastik und so weiter. Und das muss jetzt die Politik global, nicht deutschlandweit, regulieren, damit wir eine gute Industrie bekommen. Aber das Energieproblem werden wir lösen. Nehmen wir zum Beispiel, wenn man Drachen verwendet und eben keine Windradräder, sondern man nimmt Drachen, die höher steigen. Die haben schon mal deutlich mehr Energie. Die Agentur für Sprunginnovation, gefördert vom deutschen Staat, hat gerade ein tolles Windrad vorgestellt, das 3-4-mal so viel Energie generiert. Wir werden, da sind wir, glaube ich, anderer Meinung, aber man kann auch, glaube ich, über moderne Atomkraftwerke diskutieren, die zum Beispiel komplett auf Atommüll laufen. Wir haben Fusionsenergie. Tolle deutsche Teams und Forscher, auch England und andere Länder, forschen daran. Und ich glaube, dass die Fusionsenergie... Kernfusion, ne? Ist ja große also Traum. Umgekehrt nicht Spälzung, sondern genau. Zusammenhang. Ja. Ist aber wirklich Zukunftsmusik, ne? Also wir reden, Zukunftsmusik. Genau. Da reden wir über Jahrzehnte. Wir reden über Jahrzehnte, aber ich glaube, dass wir... Ich habe ja gerade auch andere Sachen gemacht, wie den Speicher zum Beispiel, den wir haben. Weil es ist ja einfach falsch, dass wir nur Batterien und Wasserstoff als Speicher haben, sondern wir haben ganz viele andere Speicher. Tolle Speicher. Beispielsweise? Kraftblock jetzt von uns, aber es gibt auch... andere Lösung, die Bill Gates finanziert hat, wo man einfach ganz große Speicher hat, wo Blöcke hochgelaufen werden und die laufen dann wieder runter. Das kenne ich nicht im Teil. Ich kann natürlich über unseren Speicher sprechen. Der ist wirklich unendlich skalierbar. Der hat keine seltenen Erden. Der hat unendliche Ladezyklen. Und das brauchen wir. Wir brauchen doch Lösungen und Hoffnungen, wo wir uns gestalten können. Und genau das im Einklang mit der Natur, das haben wir verbockt. Da haben wir echt ganz, ganz viele miese Fehler gemacht. Aber eine Zukunft, wo ich irgendwie nicht mehr in Urlaub fahren darf mit einem Auto... Nee, Auto auch nicht. Auto nicht, aber wie kommen Sie über den Brenner? Sie wollen ja nur noch nach Italien, ne? Frank Thelen, das ist okay, dann, nach Italien zu fahren? Ja, aber das ist total okay, aber Frank Thelen müsste sich dann in die Bahn setzen, nicht? Also die Idee, wenn das Auto weg ist, ist die Mobilität weg, ist ja Quatsch. Man kann ja auch Bus fahren und der Bus würde ja auch viel... Ich würde lieber Hyperloop fahren, weil das deutlich energieeffizienter ist. Aber würdest du Bahn fahren, wärst du dazu bereit? Genau, wir haben ja diese Hyperloop-Teams, die unterstützen wir auch. Das ist eine Bahn, die fährt 1400 km/h. Aber würdest du normale Bahn fahren, deutsche Bahn? Ganz normal. Deutsche Bahn heute nicht, aber wegen der IT zum Beispiel. Also ich glaube, also für mich ist schon leider Pünktlichkeit und so extrem wichtig. Und ich glaube, da haben wir gerade aktuell ein paar Themen. Deswegen würde ich erstmal keine deutsche Bahn fahren. Aber weil die muss halt wirklich zuverlässig werden. Also ich würde jetzt, also was mir ganz wichtig ist, ist, ich bin auch für technischen Fortschritt. Also nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Nur der Punkt ist ja, im grünen Parteiprogramm zum Beispiel steht völlig richtig drin, dass wir 2045 klimaneutral sind. Ich kann das nur wiederholen. Das ist in 22 Jahren. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie lange Zyklen sind von Technologie, merkt man einfach, die Zeit ist nicht mehr da, um jetzt auf neue Technologie zu hoffen. Nee, um mal jetzt mal in die Vergangenheit. Die Häuser gibt es heute bei uns, den Speicher gibt es heute bei uns. Ja. Ihren Speicher kenne ich nicht, aber noch mal, einfach jetzt mal das, was jeder kennt. Nicht? Computer. Die ersten Computer wurden 1945... Wieder beim Sie, ne? Ist ja, genau. Ja, das wird wieder frostiger. Angefangen mit dem Ärger. Ich wollte eigentlich total ruhig. Ja, nee, aber 1945 wurden die ersten Computer erfunden. Und dass man aber davon reden konnte, dass es so eine Art Digitalisierung gibt in der Wirtschaft, das war eigentlich erst 2000. Und 2020, alle waren dabei, Corona, gab es immer noch Gesundheitsämter, die dann mit dem Fax gearbeitet haben. Das heißt, man sieht einfach, es dauert ungefähr 75 Jahre, bis sich so eine Technologie wie ein Computer dann in der gesamten Gesellschaft durchsetzt. Auch sowas, wo jetzt jeder denkt, Mann, das Smartphone, sowas Neues. Nicht? Die großen Erfindungen für das Smartphone kommen auch schon aus den 80er, 90er Jahren. Das dauert alles ewig. So, wir haben jetzt nur noch 22 Jahre daraus. Und zwar müssen wir dann total klimaneutral sein. Nicht ein bisschen klimaneutral, total klimaneutral. Um die größten Schäden zu vermeiden. Das heißt, das ist völlig offensichtlich aus meiner Sicht. Wir müssen das mit der Technik machen, die wir jetzt haben. So, und jetzt kommen zwei Dinge, die du angesprochen hast, die wir alle kennen. Das eine sind Passivhäuser. Also Häuser, die selber mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Ja. Da gibt es einfach zwei Probleme. Das erste Problem ist, die verbrauchen immer noch Boden. Wir können jetzt aber den Boden nicht mehr weiter versiegeln, weil wir den Boden brauchen, um Wasser zu speichern. Und wir brauchen den Boden auch, um CO2 zu speichern. Zweitens, das Problem bei den Passivhäusern ist, auch die kommen nicht ohne Zement aus. Man muss aber, Zement produziert aber sehr viel CO2 und zwar zwingend. Null Zement in Häusern. Werden heute gebaut. Ja, und dann, aber wenn man Holz nimmt, reicht das Holz.
Holz nicht. Ich weiß nicht, was man sonst noch nehmen könnte. Alles durchgerechnet, skalierbar. Nein, das ist nicht. Wir haben vor allem eine ganze Menge Häuser bereits jetzt. Die schmeißen wir ja nicht alle weg. Ja, eben, genau, sage ich ja. Wir müssen die Häuser nutzen, die wir schon haben, aber keinen Neubau. Deswegen, dann kommt man aber auf die 40 Quadratmeter pro Person ungefähr. Und die ich ja als vorgeschlagen habe. So, und das andere ist ja die Idee der Atomkraft. So, und ja, da muss man ja jetzt mal sagen, wenn man auf Atomkraft setzen will als Alternative, dann muss das ja eigentlich so gedacht werden, dass die gesamte Welt ihren gesamten Energiebedarf mit Atom deckt. Warum? Ja, warum? Weil man klimaneutral werden will, oder? So, und jetzt, wenn man das jedenfalls so machen würde, dann würde das Uran in der Welt bei der jetzigen Technik... Uran ist ja knapp, ne? Ja, ist knapp. Das würde 10 Jahre reichen. So, das heißt, mit der herkömmlichen Atomtechnik kann man nicht die ganze Welt klimaneutral versorgen. So, und damit ist, ganz abgesehen von dem, was Frau Lemke ja richtig gesagt hat, nämlich, dass das auch noch ungesicherte Endlager und so weiter, hochriskante Technik und so. Ja, das Fass machen wir jetzt, Aber es bringt sowieso nichts. Ja? Nein, nein, aber es bringt sowieso nichts. Nein, nein, also 10 Jahre Uran aber Frau Heimann, ist einfach... Aber ich habe eine Frage, sozusagen technisches Verständnis. Was macht Sie so sicher, dass wir nicht in der Lage sind, aus regenerativer Energie das zu decken, was wir brauchen? Ich habe dieser Tage einen Physiker gelesen, der etwas völlig anderes sagt. Das fand ich interessant, auch als Vision. Der sagte, wir werden so günstig und wenn man sich anschaut, was Windstrom und auch Solarstrom heute kostet, wenig, sehr wenig, längst konkurrenzfähig, unschlagbar günstig eigentlich. Der sagt, wir werden an einen Punkt kommen, da wird sowas wie Energie, sowas wie Strom, das wird sozusagen eine, Frau Lemke nickt, die kennt die Sache offensichtlich auch, das wird etwas sein, das wird der Staat quasi als Teil der Infrastruktur zur Verfügung stellen. Es wird gar nichts mehr kosten. Wir werden extrem günstig Energie herstellen. Und stimme ich voll zu. Wenn ich jetzt denke an, weiß ich nicht, Sahara oder andere Wüstengebiete auf diesem Planeten, die Emirate beispielsweise, da gibt es eine interessante Umweltministerin, habe ich dieser Tage ein spannendes Interview gelesen, die in Deutschland ausgebildet worden ist. Ne? Kennen Sie auch? Ja. So jemand. Tolle Frau. Tolle Frau, ja, ich kenne sie nicht persönlich, aber man sieht, okay, genau diese Gegend der Welt, wo so viel von fossilen Energien abhängig war, wo man dachte, also die Letzten, die das machen werden, sind die. Die fängt jetzt damit an. Und das heißt, also was macht sie denn so sicher, dass wir das nicht erreichen können? So das, was an Energie allein von der Sonne jeden Tag zur Erde kommt, ist unendlich viel. Ja, das stimmt. Also pro Tag kommt von der Sonne 5000 Mal mehr Energie, als alle Menschen verbrauchen würden, wenn sie alle so leben würden wie wir im Westen. Also das ist völlig klar. Das meine ich. Ja, es gibt physikalische Energie gibt es. Unendlich. Omas. Genau. Ja, jetzt, aber da erzähle ich ja nichts Neues, das weiß ja jeder. Das nutzt uns ja hier nichts, dass die Sonnenenergie irgendwie in der Luft vorhanden ist, sondern man muss sie einfangen. Und dafür gibt es skalierbar, also wirklich in großen Mengen, nur Solarpaneele und Windräder. So, und jetzt war ja die Frage völlig zu Recht, ja, warum bin ich da so pessimistisch, dass das reicht? Also ich beziehe mich hier aber nur auf Studien, nicht? Also ja, ich selber ja, bin das ja keine Physikerin und behaupte das jetzt auch nicht. So, und das eine Problem, was einem wirklich klar sein muss, wenn man jetzt nur über Deutschland redet, ist, weiß eigentlich auch jeder, aber die Konsequenzen sind enorm, dass im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie zur Verfügung steht, die wir im Sommer haben. Das heißt, Solarpaneele kann man im Ernst richtig voll auslasten. Der bläst dafür im Winter hier durch die norddeutsche Tiefebene, aber dieser sehr kalte Sturm, ich sag's Ihnen. Ja, genau. Und dann gibt es, im Winter gibt es an sich mehr Wind. Das stimmt. Ja. Aber dann gibt es solche katastrophalen Monate wie Januar bis März 2021, wo es praktisch keinen Wind gab. So, und dann ist natürlich Ende im Gelände. Das heißt, man muss für diese ganzen Flauten, die da kommen und man weiß nie wann, muss man Energie speichern. Ja, es ist wahr. So, und das, man muss ungefähr, da zitiere ich jetzt die ganzen Ökoforscher, eigentlich, wenn man das seriös machen will, für 6 Wochen die Energie speichern, damit man auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Was ist mit Gezeitenkraftwerken? Das ist alles durchgerechnet von Harald Lesch und diesen Experten. Das bringt ganz, ganz wenig. Das kann man eigentlich komplett vergessen. Man selber denkt zwar, wenn man so diese Gezeitenkraftwerke, Tidenhub in der Themse und noch besser da an der Atlantikküste von Frankreich. Noch besser an der Ostkanada. Dann denkt man, das muss doch reichen. Aber das sind also 0,1% oder so. Also letztlich ist das ja keine Sonnenenergie, sondern das ist ausnahmsweise mal der Mond, glaube ich. Und das bringt irgendwie viel weniger, als man denken würde. Also es bleibt Wind und es bleibt Sonne. So, und in Deutschland
bleibt letztlich nur der Wind und das wird nicht reichen. So, jetzt kam ja noch die Frage, ja, was ist denn mit dem Sahara-Strom? Weil das ist ja eine total attraktive Idee, viel Sahara-Strom und dann importiert man den. Und wenn man das aber durchrechnet, was das alles bedeutet, dann stellt man fest, und ich zitiere da Volker Quaschning, das ist der oberste Experte für Solarenergie. War kürzlich hier, ja. Ja, genau. Dass es billiger ist, den Solarstrom hier zu produzieren oder den Ökoenergie, als in der Sahara, um sie und dann hierher zu transportieren. Weil das führt dann zu solchen Schwierigkeiten wie, man muss diese Solarpaneele da ständig reinigen. Dafür braucht man dann Süßwasser, das man aber nicht hat. Man muss, um es hierher zu schaffen, ja Wasserstoff produzieren. Das geht auch nur mit Süßwasser, das man nicht hat. Dann muss man erstmal Wasser entsalzen und so weiter und so fort. Und dann muss man es ja hierher transportieren. Alles extrem schwierig. Ich habe das nicht untersucht. Ich kenne mich damit auch jetzt nicht im Detail aus. Na, da sind wir ja schon zwei. Ja. Das können Sie sagen, ist anekdotisch von mir aus. Mhm. Israel ist eine der trockensten Gegenden der Welt. Mhm. Die sind mittlerweile Wasserexporteure. Was haben die hingekriegt? Wie haben sie das gemacht? Indem sie das Wasser unglaublich effizient genutzt haben. Ich habe dort an der Grenze zu Gaza zum Beispiel Baumwollfelder gesehen. Die werden mit dem dritten, vierten Aufguss von richtig brackigem, dreckigem Wasser werden diese Baumwollfelder noch mal bewässert. Wissen Sie, was Sie da beschreiben? Das ist großartige Technologie. Wissen Sie, was Sie da beschreiben? Hm? Berlin. Berlin lebt davon, dass man das Wasser aus der Havel staut, ja, kurz vor Brandenburg, ja, ich weiß, also Stadt Brandenburg, und dann immer wieder. So. Aber was er beschreibt, ist, es gab einen Mangel, es gab einen Mangel, eine Lösung gefunden und ist heute besser. Und vor allen Dingen das, was du da alles auffällt, da fallen mir jetzt heute schon die Lösungen ein. Also wir haben ja die Lösung für die Energieprobleme, sowohl für die Produktion als für die Speicherung. Und allein das wäre jetzt heute die Windkrafträder, die wir jetzt gerade hier sehen, die sind halt nicht effizient. Die sind immer besser, aber wir können noch höhere bauen. Wir können vor allen Dingen mit Drachen diese Windenergie rausholen. Dann ist sie nämlich immer da und sie ist stärker da. Also das heißt, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, aber sorry, wenn ich jetzt die Windräder nehme, die es gibt, und da komme ich nicht hin. Wir sind Menschen, wir sind kreativ, wir finden Lösungen. Ich glaube, was es uns geändert hat und was Sie auch gesagt haben, die Erkenntnis ist jetzt überall da. Wir müssen uns ändern, wir können nicht mehr fossil vorangehen. Aber deswegen werden auch genau die Menschen jetzt die Lösung finden und sagen, aber wir werden grün werden. Ja, aber grün wählen oder grün werden? Werden. Also werden. Okay, Entschuldigung. Müsste sofort hier einschreiten. Das von Ihnen. Ja, weil es gibt noch die Sie CDU und die CSU und die FDP und die SPD. Es gibt alle. Alle sind alle da. Nein, das stimmt nicht. Die sind noch lange nicht alle da. Hören Sie sich die Generaldebatte doch an. Okay. Die war wirklich extrem rückwärtsgewandt. Und ich glaube, dass wir so die Gesellschaft nicht mitnehmen können und die Probleme nicht. Ich verstehe gerne, dass Sie so ein Buch schreiben. Aber ich finde das einen gewissen Luxus, dass die Generation, ich sag mal, die es verbockt hat, jetzt der Generation, die es lösen muss, sagt, Leute, es geht aber nicht. Wir müssen euch leider sagen, es geht nicht, ihr müsst verzichten, wir hatten ein schönes Leben und tschüss, jetzt seht zu, wie ihr das macht. Das geht nicht. Ganz ehrlich, das geht nicht. Das geht, finde ich, für die Gesellschaft nicht, für die Politik nicht und auch für Sie, ganz ehrlich gesagt, nicht. Muss ein Studio abbauen. Ja, aber ich kenne diese Studien auch. Es gibt interessante Studien, die Generation Z, ne? Wenn die sozusagen auf das 1,5-Grad-Ziel zusteuern würden, dürfen die nur noch ein Achtel, glaube ich, des CO2s in die Luft jagen, dass wir, ich sage jetzt einfach mal wir, bereits in die Luft gejagt haben. Das hat Konsequenzen. Alleine die Bäume, die man pflanzen kann über Drohnen. Also wir können Bäume pflanzen, wir können auch... Das ist ein anderes heikles Thema. Aber wo, warum? Bitte schön? Weil man die Flächen braucht man doch schon für die Nahrungsmittel. Wir können sie erst mal im Harz pflanzen und in Brandenburg. Da sind sie gerade alle abgefackelt. Genau, darf ich aber fragen, Frau Lemke, wenn Sie sagen, das interessante Reflex von Ihnen ist jetzt zu sagen, ich verspreche euch weiterhin sozusagen Milch und Honig. Nein, das tun Sie nicht. Okay, weil die andere Seite der Medaille ist ja, irgendwann muss ich ein führender Politiker, und Sie sind eine führende Politikerin, hinstellen und sagen, okay Leute, wir reden jetzt hier über Verzicht. Wann nimmt der Erste dieses Wort in den Mund? Das haben die Grünen, glaube ich, an ganz vielen verschiedenen Stellen bereits getan. Dann sind sie jahrzehntelang dafür verprügelt worden. Und mein Petitum war ja gerade, dass durch diese Beharrlichkeit von vielen Umweltschützern, von vielen Naturschützern und durch die Realität, das muss man dazu sagen, sonst befürchte ich, wären wir nicht lernfähig gewesen, so wie wir es jetzt sind, gezeigt wurde, dass wir unser Verhalten, dass wir unsere Konsummuster tatsächlich verändern müssen. Und wir werden, das habe ich vorhin auch gesagt,
gesagt, wir werden grünes Wachstum brauchen und wir werden Schrumpfen brauchen. Das habe ich gehört vorhin. Wir werden Branchen haben, die schrumpfen. Das passiert doch auch schon. Ich komme aus einer Braunkohleregion beispielsweise. Die Kohleproduktion, auch Steinkohleproduktion, die Wohlstand geschaffen hat über viele Jahrzehnte, ist vollkommen klar, dass sie jetzt Wohlstand beschädigt, Wohlstandsverluste mit sich bringt, wenn wir damit weitermachen. Das ist definitiv eine Branche, die schrumpft. Verschiedene Mobilitätsbereiche werden schrumpfen. Branche, ja, der Verbrennungsmotor beispielsweise. Aber persönlich meine ich jetzt, im persönlichen Erleben, an welcher Stelle werden wir verzichten? Also ich bin froh, wenn ich Bahn fahren kann und nicht Auto fahren muss. Ich empfinde das nicht als Verzicht, sondern ich empfinde es als Privileg, wenn ich mich da reinsetzen kann und nicht selber steuern muss. Wenn es dann funktioniert und für alle ein bisschen komfortabler wird. Das heißt, wir müssen massiv in Schienen Infrastruktur investieren. Aber kommen wir jemals an den Punkt, den Leuten zu sagen, okay, pass auf, es ist jetzt keine Option mehr, Bahn zu fahren, sondern es ist ein Muss. Ist ja was anderes. Sie wissen möglicherweise, dass ich aus der DDR komme und in einem Staat groß geworden bin, der sich angemaßt hat, den Leuten vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. In meinem persönlichen Fall auch noch, welchen Beruf ich zu wählen habe. Genau. Und ich bin auf die Straße gegangen, 89, und wir wussten damals nicht, wie das ausgeht, als wir damit angefangen haben. Also ich habe mindestens meinen Beruf, wenn nicht viele von uns möglicherweise Sie haben sich das hart erkämpft, aufs Spiel gesetzt. Und das große Motiv dafür ist Freiheit gewesen, ist Freiheit und Demokratie gewesen. Und jetzt merken wir an der Stelle, stimme ich Frau Herrmann ja durchaus zu, dass Freiheit, dass Demokratie, dass der Luxus im Konsens, Dinge in unserer Gesellschaft zu lösen, unter Druck kommt, sag ich mal. Ich sage nicht ans Ende kommt, aber massiv unter Druck kommt und der Problemdruck gigantisch ist. Okay. Und wir werden für viele Bereiche Lösungen brauchen, die wir heute noch nicht kennen. Da bin ich bei Herrn Thelen und seinem, ich sag mal, Innovations- und Fortschrittsimpuls. Und wir werden auf Dinge verzichten müssen. Und wenn wir das hinbekommen, im gesellschaftlichen Konsens auszudiskutieren, ist es großartig. Und ansonsten vermute ich, wird uns das die Ökonomie und die Ökologie Hand in Hand überhelfen.